Cidelizer? Ich dachte, er heißt Analyzer. Cidelizer. Analyzer. Anna, sei leise. Analyzer. Analyzer. Ist jetzt das Glas fertig, ja. So. Ja, guck doch in den Ofen. Ja, hab ich jetzt. Bah. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Harvest Moon. Fast. Nein. Agrarian Skies. Was machst du da? Warum haust du ein Loch in den Boden? Weil ich es kann. Was tust du denn da? Da eine Workbench reinbauen. Pass auf. Ja, was, wenn da jetzt... So. Cool, oder nicht? Was, wenn da jetzt nichts drunter gewesen wäre? Naja, dann wäre ja wohl keiner von uns so doof und würde da reinspringen. Ja, natürlich, ich bin da doch gerade hergelaufen. Die ganze Zeit. Ja. Ich hätte mal, also ich habe hier ganz viel Erde, die du noch machen musst. Wie ich machen muss? Ja. Was soll ich damit machen? Ja, bepflanzbar. Das ist deine Aufgabe, du bist Gärtner. Nein, dann wäre ich ja für die Nahrungsmittel zuständig. Ja. Ich hoffe, du hast bald mal was fertig. Ich habe noch 2,5 Keulen. Was? Sag das doch. Ich habe nicht bald was fertig. Aber es hat sie. Mach dir doch selber was. Das ist nicht sehr nett von dir, das weißt du, ne? Selber groß. Nein, guck, bin ich guck nicht. Doch mal in die Essenskiste, vielleicht findest du da was, was dir gefällt. Apfel habe ich schon gesehen. Ja. Der gefällt mir aber nicht. Karotten haben wir noch. Ein Kürbis. Wie viel Zeug brauche ich denn für eine Schmelze? Wir brauchen im Prinzip mal wieder 64 Sand, 64 Gravel und 64 Clay. Na, das kann ja was werden. Dass dieser blöde Kürbis ständig so schnell fertig ist. Du könntest auch Kürbissamen wegmachen und dafür stattdessen lieber... Ja, aber ich brauche ja noch Erde. Was anderes machen. Wo, hast du nicht gesagt, ich muss das machen? Hier ist ja gar nichts gemacht worden. Hä? Du hast gesagt, ich muss Erde bepflanzen oder so. Ja, hier. Hinten beim Feld, wo sonst? Ach, du willst neues Saatgut haben? Ja. Du musst nur die Erde fertig machen, dass ich sie bepflanzen kann. Ach so, hast du denn Cropsticks? Ich habe noch drei. Deswegen habe ich ja gesagt, dafür kriegst du was zu essen. Oh, so lieb von dir. Hast du das Weizen rausgenommen? Ja. Okay, dann bekommst du nichts zu essen. Tut mir leid. Ich sollte dir neue Saatgut anpflanzen. Da musst du dir einen Apfel nehmen. Ist okay, kann ich mir nehmen. Es gibt auch eine automatische Bewässerungsanlage, damit können sie dich Glas. Mal auseinandersetzen. Brauchte ich Glas? Nein, irgendwo für irgendwas habe ich Glas gebraucht. Ja, das wo ist denn die ganze Kohle hin? Wir hatten nur 3 bisher, die wir einmal gebrannt haben. Da mache ich neue Kohle? Ja, das denke ich. Haben wir nicht irgendwelches Zeug aus Holz, was man verbrennen kann? Hier, die ganzen Krugs. Kann man die nicht verbrennen? Doch, klar, warum nicht? Kann man die stacken? Nein. Ich weiß nicht, ob man die verbrennen kann. Ja. Wo haben wir denn Holz? Ich brauche noch ein bisschen Sticks. So, Mattock. Du musst da noch Saatgut einpflanzen, ne? Da ganz außen in die 3. Bevor du sie gießt am besten, weil sonst wächst da Unkraut. Okay. Hast du was reingepflanzt? Ja, raus hat sie. Und dann hier die beiden noch. Guck mal in den Ofen, da ist was zu essen für dich. Yay, ich krieg zu essen. 2 Kartoffeln, danke. 2 gebackene Kartoffeln. Ja, super. Ich hoffe, du hast ja auch gebacken erst rausgenommen. Wie? Und nicht die ungebackene. Nein, keine Sorge, so doof bin ich nicht. Adi? Warum hast du denn da hinten schon wieder, jetzt ist da Unkraut gewachsen. Ich hab dich gewarnt. Du hast mir das nicht gesagt, dass du da hinten schon was gemacht hast. Nein, du hast nur das eine rechts gesagt. Da links. Ja, du musst jetzt sie alle nachfüllen. Wie mach ich denn das jetzt weg? Mit der Hake. Ich hab keine Hake. Oh, ich hab sie. Hier. Super, jetzt bin ich hier drauf rumgehüpft. Hier hast du eine Hake. Warte, wo ist sie? Da. Damit musst du rechte Maustaste auf Unkraut machen. Du hast es abgebaut. Nein. Doch. Du hast das Unkraut abgebaut. Nein. Hä? Du musst hier, komm mal hier runter. Und dann mach rechte Maustaste jetzt einfach, wenn du das Ding in der Hand hältst. Oh, so gut, Schatzi. Ja, stöhn mich noch an. Ich hab da gar nichts gemacht. Natürlich war das deine Schuld. Nein. Natürlich. Woher soll ich das denn wissen?
Ich habe für dich das davon. Ich wusste nicht, dass du alle machst. Ich dachte, du machst nur die drei, die da. Ja, aber du wolltest doch alle mal haben. Ja, natürlich, oder nicht? Aber du machst doch normalerweise nicht das, was ich. Boah. Worum ich dich bete. Bete? Ja. Du bist so gemein. Ich mache immer alles für dich. Immer. Alles, was du willst. Immer. Immer. Frag die Zuschauer. Nee. Wie nee? Ach, das macht so Spaß. Du, wie gesagt, du könntest direkt bessere züchten. Dann kommt ja, direkt, aber ich weiß ja nicht wie. Soll ich dir erklären? Ja, mach doch. Ja, dann hast du schon den Seed Analyzer gebaut. Nein. Warum denn nicht? Weil das Glas letzte Folge noch nicht fertig ah, war. Ah, baust du ihn jetzt? Ja, wenn ich was zu essen gemacht habe, du weinst ja rum, weil du nichts zu essen hast. Ich hab doch von dir Kartoffeln gekriegt. Ja, aber nur zwei. Aber deswegen das reicht. Du doch bestimmt gleich wieder rum. Nein, wieso? Ich wein gar nicht. Natürlich, nein. Ja, ist auch nur noch so eine Alkohol. Jetzt bau mal den scheiß Seed Analyzer. Bau deinen scheiß Seed Analyzer fertig, selber. Du wolltest das lernen, also mach. Nein. Was? Also müssen wir das scheiß Buch aufbauen. Bau doch dein scheiß Buch selber. Gib mir jetzt die scheiß Zubehörsachen, die du dafür schon hast. Für was denn? Für den Seed Analyzer! Gib mir Glas! Das ist kein Glas und das ist nicht genug Glas. Wie, das und du musst genug? Paints daraus machen. Ja, ich weiß. Du weißt, dass das nicht reicht. Ja, ich weiß. Da drüben ist Holzkohle drin. Ich komm nicht ran an diesen behinderten Ofen. Dann du hast die Plattform hier abgebaut, nicht ich. Du hast den behinderten Ofen da hochgebaut. Der ist nicht behindert. Natürlich ist er das. Was machst du jetzt? Ja, noch mehr Glas. Du hast ja rumgeweint, weil du kein Glas hast. Ja, ich hab doch ja immer weinst du rum, ehrlich. Ey, ich, aber nein, tu ich nicht. Aber doch, eine vergiftete Kartoffel. Die kannst du zu Erde Satz, verarbeiten. Satz, nein. Ich habe was Leckeres zu essen gemacht. Guck mal, die ist grün, die Kartoffel. Hast du sie angemalt? Ja, extra für dich. Ja, meinst du, ich bin doof? Ja. So nett von dir. So nett. Das Leben ist echt nicht einfach. Nee. Mit dir. Nee, mit dir auch nicht. Nee, doch, eigentlich schon. Nee. Seed Analyzer. Seed Analyzer? Ich dachte, er heißt Analyzer. Seed Analyzer. Analyzer. Anna sei leise. Analyzer. Analyzer. Ist jetzt das Glas fertig, ja. So. Ja, guck doch in den Ofen. Ja, hab ich jetzt. Bah. Schrei mich nicht so an. Ah. Ich hab auch Gefühle. Nö. Nö. Darfst du nicht. Ist dir verboten. Jetzt habe ich 16 Scheiben gebaut. Wow. Warum geht der Kack-Seed-Analyzer nicht? Analyzer. Auch weil du den Seed-Analyzer nennst. Seed-Analyzer nicht. Muss ich jetzt wirklich von Hand bauen? Ugh. Wie von Hand bauen? So und so. Und so. Und ach nein, ich weiß, warum es nicht geht. Weil Anna du den Seed-Analyzer genannt hast. Seed-Analyzer. Seed-Analyzer. So, jetzt aber. Yay. Ich hoffe, den muss man den irgendwo hinstellen, ja, ne? Wo willst du den in der Nähe deines Felds haben? Irgendwo musst du dir sowas hin einrichten. Wo darf ich den hinbauen, Miri? Guck mal, da ist schon Miri. Eine Kiste. Du kannst den Miri. Irgendwo in die Nähe der Kiste bauen. Hier, ich hab dir Cropsticks auch gemacht. Bitteschön. Jetzt muss ich da jetzt schon wieder. Ich hab aber nichts. Ja, weil dann pflanzt du keine Erde. Was, wenn da jetzt was wächst? Guck mal, da ist dein Seed-Analyzer. Was mach ich denn da jetzt hin? Kaktus-Seeds? Potato oder ist nur ist egal. Süß. Mach, was du willst. Ja. Ich brauche noch ein Buch, steht hier in dem Quest. Agriculture Journal. Weil du musst nämlich protokollieren, wie gut deine Samen sind. Oh ja. Ja, muss man wirklich. Oh ja. Oh nein, dafür braucht man ein Book and Quirl. Das geht nicht. Das heißt, wir haben noch keinen Tintenfisch und keine... Keine? Ink. Ink? Oder Black Powder. Geht auch. Inksack. Wir haben sowas nicht. Wie soll man denn das hinkriegen? Wollen wir mich verarschen? Das muss auch anders gehen. Ja. Hier, ich habe dir einen Toast gemacht. So nett. Dankeschön. Ich kann das Buch nicht bauen, aber egal. Oh nein, wir verpassen den Sonnenuntergang. Mir egal. Komm her. Nein. Du kommst jetzt. Aber... Oder ich schmeiß dich vom Server. So fies. Oh, komm. So schön. Hallo, guck mich an. So schön. So schön. Okay, ins Bett. Lass uns schlafen gehen. Gute Nacht.
Warum hast du denn hier nicht auch Treppen hingebaut? Das ist mein Bett. Und wir haben hier mein Bett. Oh, ich wollte mal auf der Seite schlafen. Nee. So, guten Morgen. Guten Morgen. Okay, komm mal mit. Jetzt erkläre ich dir erstmal, wie das funktioniert. Den hier mit sieht dem, er leise. Mit kommt die Treppe nicht runter. Das war irgendwie falsch. Wir brauchen 3 separate Erde und dann am besten 3-mal Weizen. Damit fangen wir mal an. Ja. Darf ich hier 3 von irgendwas abreißen oder so? Nein. Aber hier, da ist 1. Da ist 2. Jetzt wachs. Hier, das ist 3. Du hast das dritte. Mach da mal, du musst es ja selber lernen. Mach hier da mal. Bitte Seed. Bitte. Ja, genau, mach da mal Seed raus. Und jetzt schmeiß mal das in den Seedalizer. Nicht so. Einfach reinlegen und warten. Und dann steht da, wenn du da mit der Maus. Mach das mal. Analysier das Scheißding mal. Wie? Ja, du machst rechte Maustaste auf den Seedalizer. Und dann tust du den Saat in die Mitte. Den so, Saat. Den die Saat. Saat in die Mitte. So, und jetzt kannst du, wenn du jetzt in dein Inventar hast, jetzt steht da drauf, Growth was Growth 1, Gain 1, Trench 1. Genau, jetzt nimmst du das mal raus. Ja. Und ich habe noch eine dritte Saat. So, jetzt haben wir 3-mal die gleiche Seed. Nur Seeds von der gleichen Stärke kann man auch stapeln. Ja, das ist ein bisschen nervig, aber ist halt so. Jetzt brauche ich 3 Erde. Hast du den nicht wieder rausgenommen, den 1 Seed? Doch, das ist nur ein scheinender Anzeigebug. Jetzt brauchen wir irgendwo 3 Erde. Ja. Stell mal irgendwo an der Seite, woanders hin. Ich habe keine 3 Erde. Darf ich dann hier welche abreißen? Nein. Aber Miri. Aber nein. Bitte. Nein, du kannst doch nicht einfach Erde abreißen. Darf ich hier 3 Erde wegmachen? Das ist nicht gut. Darf ich oder holst nein. du neue? Guck hier, wir machen neue. Ja. Ich habe hier eine neue gemacht. So super. Du darfst 2 abreißen. Guck mal, die hier, die ganz rechts. Oh, warum reißt du die mit Seeds ab, du Penner. Du hast gesagt, ich soll 2, 3 abreißen. Aber doch die, die ich dir vorgebe und nicht einfach welche. Du hast recht, darf irgendwelche abreißen. Die du für richtig befindest. So, jetzt komm mal her, gib mir mal das dritte Erz. Erde. Komm mal her. Ja, warte, das ist noch nicht fertig. Einmal. Das ist erst bei 56%. Hallo, ich bin Baloui. Okay. Warum ist dieser Windezaun noch drum? Darf ich den jetzt mal wegmachen? Aber ich finde den gut. Aber man kommt nicht hier. Hey, her. Aber sie ist gleich fertig. Oh. 90, 91, 2, 3, 4, wir sind so 5, unproduktiv. 7, 8, 9, 100. So, dann komm mit. Ich komme nicht rüber. Der Zaun ist im Weg. Jetzt machen wir mal hier so 1, 2 und deine dritte daneben hier. So, sehr gut. Jetzt pass auf. Erstmal kriegst du jetzt von mir mein... Komm her. So, du siehst jetzt hier die 3, nicht reinpflanzen. Und 1, 2, da muss ich jetzt Seeds reinpflanzen. Nein, warte, noch nicht. Und in der Mitte, man kann die ein weiteres Mal besetzen. Da, siehst du? Oh, jetzt ist wow, das ein Zuchtrahmen. Boah, wow, was? Ja, und jetzt haben wir ja doch die... Boah, guck dir das... Boah, heftig. Au! Das ist so doof. Jetzt haben wir unsere Seeds. Hier Seed und Seed. Das sind die, die wir angegeben haben, die wir gezüchtet haben. Die wir analysiert haben. Und was mache ich mit meinem dritten? Den brauchen wir nicht. Jetzt gießt du. Ich habe vergessen, dass ich nur 2 brauche. So blöd. Komm mal her, jetzt gießt das nein, mal bitte. Nein, gieß das doch selber. Du sollst es lernen. Gieß das doch selber. Miri, jetzt komm her, ich will dir das beibringen. Gießen. Bis in der Mitte auch Seed wächst. Aber erst muss es rechts und links ganz groß sein. Also bitte einmal das Zeug wegmachen. Schnell, das Unkraut weg. Oh. Geht nicht weg. Nochmal. Mach erstmal, dass links und rechts das groß wird. Wie soll ich das denn machen? Mit der Gießkanne ist egal, dann kommt halt Unkraut. Muss man nur wieder wegmachen. Ja, super, mach du doch weg. Das ist meine Axt, die hätte ich gerne wieder. Hier. Ich gieße und du machst es weg. Links musst du mehr gießen. Gieß doch einfach in der Mitte, die geht doch 3x3 immer. Ja, aber ich darf doch das mittlere nicht wachsen lassen. Ja, aber das kannst du nicht verhindern. Ah. So, okay, stopp, ist beides groß gewachsen. Jetzt machen wir in der Mitte halt das Doppelte drauf und jetzt gieß und hoff, dass in der Mitte... Weizen entsteht und nicht, stopp, was ist da gewachsen? Weeds. Weeds ist nicht das Richtige. Nochmal. Warte, stopp. Jetzt müssen wir erst wieder neu, muss halt wieder... Das sind jetzt Seeds gewachsen. Seeds, ja, es sind Seeds. Okay, jetzt musst du sie so lange gießen, bis sie groß gewachsen sind. Oh, wachset, meine Seeds, wachset. So, und jetzt... Die sind immer noch nicht groß. Warte. So, jetzt reißt ab. Also ernten, genau. Jetzt nimmst du dir den Ding und machst dann Seed raus und tust den Seedalizer.
Da müsst ihr jetzt bessere Stats haben. Und was, wenn nicht? Ja, das auf jeden Fall, keine Sorge. Welches waren die richtigen Seeds? So, nein, das waren die gleichen. Nein, es hat immer noch 1-1. Ja, ich sehe es. Dam-dam. Dann musst du halt nochmal machen, dann reißt es wieder ab. Wie, ich muss es wieder abreißen? Zack, wegmachen. Warum neues denn? Neues Dixen und neu gießen, bis was Besseres rauskommt. Achso, ich dachte, du reißt die rechts und links auf. Nein, nur das in der Mitte. Das war jetzt falsch. So. Und sind Seeds gewachsen? Ja. Warte mal, vielleicht müssen wir die Seeds analysieren und nicht die Pflanze. Ich probiere das mal eben. Ich analysiere die Seeds, ob die jetzt besser sind. Nein, sind sie nicht. Warte. Krass. Ah, da! Ha! Du musst die Pflanzen abreißen, dann, wenn sie gewachsen sind. Hier, komm her. Ach so. Hier, guck dir das an, hinter dir. Die sind jetzt besser. Nein, du brauchst nicht. Das steht schon dran, wenn sie analysiert sind. Oho. So, jetzt musst du klar, jetzt musst du rechts und links, also jetzt musst du eine Seite abreißen und die neue Saat anpflanzen und wieder hochzüchten. Ja, ja. Ja, also musst du es immer abreißen. Geht das Ding doch mal meschern. Analysieren, meschern. Das kannst du mit jedem Obst und Gemüse machen. Wow. Und dann haben wir irgendwann richtig cooles Zeug. Da musst du nämlich nur noch ein bisschen anpflanzen und dann ist alles super. Und was war das? Das war jetzt alles noch normal. Hä? Alles 1-1-1. Aber du hast doch gerade eben eins. Das habe ich dir gegeben, das gute Zeug. Das musst du jetzt links oder rechts anpflanzen. Warum lasse ich aus denen nicht noch ein gutes wachsen? Achso, ja klar, kannst du. Dann hast du zwei gute. Du musst halt nur... Du musst halt nur neue Cropsticks machen, weil es geht halt nur. Warte, ich mach dir mal welche. Geht halt nur, wenn der diese. Wie macht man die Cropsticks? 4 Sticks im Crafting-Feld zusammen. Das hört sich aber kompliziert an. Ja, guck, hier habe ich jetzt eins mit Wachsen 2 und Gainen. Genau, okay, zwei. Jetzt nimmst du den? Ja, jetzt habe ich zwei, die besser sind. Genau, und jetzt machst du rechts und links die weg und pflanzt die neuen dahin. Kann man die nicht besser wegmachen? Nein, leider nicht. Ohne das alles weg. Ich habe so viel Zeug im Inventar. Hier hast du erstmal die Dinge, damit du das selber hinsetzen kannst, also selber ernten kannst. So. Wie funktioniert das denn mit dem Ding? Hey. Ah, da ist sie. Das ist eine ganz normale Hoe in Kombination. So. Genau. Und wenn du mit der Maus drüber stehst, steht ja auch oben im System, was welche Stärke das hat. Ja. So, und so züchtest du halt besser. Das musst du ja nicht die ganze Zeit machen oder immer mit der Gießkanne. Das kannst du auch automatisiert machen lassen. Denk dran, in der Mitte muss dann halt nur nachher wieder der doppelte Stick rein. Das machst du aber erst, wenn die groß geworden sind. So, aber Miri, du musst was machen. Was ist denn? Die Folge ist zu Ende? Ja. Oh, wie schade. Ja, finde ich auch. Das war eine super kreative Folge. Was? Kreativ? Produktiv. Produkt. Okay. Kreativ. Kreativ. Ich habe so viel Zeug geerntet. Bin so stolz auf dich. Wow. Ja. Ja. Los, mach. Ja. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, schaut morgen wieder ein und schaut... Schaut morgen wieder ein und guckt bei übermorgen. Guckt bei übermorgen vorbei. Genau. Ja. Bis dann. Tschüss.